Ach, mein kleines Paradies, mein Gärtchen. So oft ich kann, lege ich hier in der Sonne oder ich grille. Und da habe ich sie fast übersehen. Schaut mal, meine Rosen. Wunderschön. Ja. Jetzt mache ich mich aber ans Video drehen. Und übrigens, gleich vorweg, drückt doch den Abo-Button und den Like-Button und hinterlasst ein paar Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, warum ihr Drogen konsumiert oder warum ihr allgemein Suchtmittel konsumiert? Es gibt ja verschiedene Theorien. Im spirituellen Sinne sagt man, dass man haben wollen befriedigen möchte, das haben wollen damit verbunden Besitzsehnsüchte materieller Art, die eigentlich den Grund haben, eine innere Leere zu füllen. Die innere Leere zu füllen mit Dingen von außen, sei es materielle, stoffliche oder auch mit Emotionen und Zuneigung von anderen Leuten, soll nicht dazu führen, dass man glücklich und zufrieden wird. Aus dem einfachen Grund, man braucht sie von außen und man produziert sie nicht selbst. Und nur Emotionen, die man selber produziert, machen nachhaltig und langfristig glücklich. Wenn ich zum Beispiel Sport mache, dann die da produzierten Emotionen, die Glückshormone und so weiter, die produziere ich ohne Außeneinfluss, also ohne irgendwelche Einnahmen von Medikamenten oder von Drogen und Substanzen. Und so unterscheiden sich dann die wahren Gefühle von den Scheingefühlen. Das Haben wollen führt nur zu kurzfristigen Emotionen, den sogenannten Scheingefühlen. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mein eigentliches Thema heute ist aber die Nutzung von Drogen. Warum benutzen wir Substanzen? Warum benutzen wir Drogen? Und auch heute spreche ich wieder ausschließlich von mir und von Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner Therapie von Mitpatienten. Beispiel: Seit ich denken kann, habe ich innere Unruhe und Angstzustände, aber nicht Angstzustände in Panikattacken, sondern einfach eine latente Angst aufgrund meiner Familiengeschichte. Oder vielleicht war es auch angeboren und zufälligerweise spielte die Familiengeschichte diesbezüglich genau noch negativ mit. Spielt eigentlich keine Rolle. Innere Ruhe war für mich ein Fremdwort. Ich kannte die innere Ruhe nicht. Ich war nie wirklich entspannt. Die Auswirkungen davon, die trage ich noch jetzt. Ich mache täglich Entspannungsübungen, aber ich bin noch weit davon entfernt, ein entspannter Mensch zu sein. Ich habe Alkohol als ganz klare Medikation genutzt. Ich mochte Bier nicht wirklich. Ich mochte den Geschmack nicht. Aber die Wirkung, die war verblüffend. Meine innere Ruhe, die war nach dem ersten Bier praktisch da. Natürlich hatte ich dann die Sehnsucht, diese innere Ruhe noch zu intensivieren, noch ein bisschen ruhiger zu werden. Und naja, das Kalibrieren davon wurde dann zur Lebensaufgabe. Mit drastischen Folgen, wie ihr wisst. ADHS. Wenn ich heute Berichte über ADHS lese oder wie man es diagnostiziert, welche Auswirkungen es hat. Ich fühle mich ganz klar angesprochen. Nicht in allen Punkten, aber ich denke mal, so eine Streifung von ADHS habe auch ich. Und ADHS wird mit Ritalin, Methylphenidat behandelt. Methylphenidat, eine Art Amphetamin, soviel ich weiß, oder eine Abwandlung davon ungefähr. Aber jedenfalls in der Wirkung ähnlich. Und Amphetamin gegen ADHS, Paradoxwirkung, es macht ruhiger, es macht fokussierter. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich Koks genommen habe. Denn auch das Koks hat mich auf irgendeine Art und Weise ruhiger gemacht. Die meisten Leute sagen natürlich, es pusht, es macht euphorisch und gebe ich absolut recht. Und auch die Paranoia, die hat nichts mit innerer Ruhe zu tun. Aber
Das, was ich wirklich gesucht habe, war ja nie die Paranoia, sondern das Fokussiertsein, das Konzentriertsein auf den Moment. Das, was ich jetzt mit Achtsamkeitsübungen trainiere. Und das ist mir mit Alkohol und Kokain sehr gut gelungen. Kiffen, Paradoxwirkung bei mir. Viele sagen, ach, ich kiffe eins, dann bin ich schön entspannt. Mich hat Kiffen paranoid gemacht. Also wieder das Gegenteil. Die Paradoxwirkung, das, was man eigentlich nicht damit erzielen wollte. Und wer ist schon gern freiwillig paranoid? Beim Kokain ist es nochmal was anderes, aber beim Kiffen, da gibt es, oder gab es bei mir zumindest, nie dieses Verlangen nach mehr. Und dann konnte ich das einfach gut bleiben lassen. Ich habe dann jeweils gekifft nach einer Partynacht oder nach zwei, drei Partytagen, um runterzukommen, sage ich mal. Wobei, bei mir hat das nicht so funktioniert. Ich habe das dann eher aus gesellschaftlichen Gründen gemacht, weil die anderen auch gekifft haben. Und ich wollte ja mich da nicht zurücksetzen. Ich wollte ja dabei sein und ich wollte dazugehören. Und ich wollte mit ihnen auf einer Welle schwingen. Ich habe aber oft damals auch gemerkt, dass das nicht der Fall war, weil ich dann irgendwie im Kopf komplett abdriftete. Also das Kiffen für mich, Paradoxwirkung, alles andere als entspannt. Heroin, ganz komisch. Heroin, was ich gut vertragen habe, sind diese vorsynthetischen Sachen wie Methadon und Buprenorphin, Tramadol, all das Zeugs, das habe ich gut vertragen, diese Derivate, und da habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Fentanyl habe ich nur ein bisschen mal probiert, den Rest habe ich verschenkt und ich hoffe, da kam es nicht zu einer Überdosis des Beschenkten, weil ja, das Zeug ist halt schon nochmal was anderes als unser übliches Gassenheroin. Und das Fentanyl hatte ich irgendwann in der Hand, nachdem ich einen Einbruch getätigt habe oder hatte. Und da habe ich jetzt noch ein bisschen ein ungutes Gefühl, was mit dem Kerl lief, der das dann genommen hat. Ich hoffe, er hat es gut dosiert, er hat mir jedenfalls versichert, dass er wisse, wie damit umzugehen ist. Tja, da denke ich auch, die Eigenverantwortung zählt. Heroin in höheren Dosen hat bei mir ähnlich gewirkt wie Alkohol. Und das habe ich wirklich noch nie gehört. Alkohol in rauen Mengen, so filmrissmäßig. Filmrisssequenzen. Und ich kann mich an eine Sequenz erinnern. Ich habe mir jetzt soeben den Krankenhausbericht zuschicken lassen. Jedenfalls wurde ich wach auf der Notaufnahme und ich konnte mich dann noch verschleiert erinnern, dass ich mich irgendwo in einem Park, in einer Ecke unter einem Baum, wurde ich dann abtransportiert mit der Ambulanz. Und was damals war, ich habe den Bericht gelesen, ich hatte Benzodiazepine, Alkohol, Kokain und Heroin im Blut, aber wirklich eine relativ kleine Menge. Ich wusste genau, nach dem Schuss Heroin, da war bei mir fertig. Ich hatte Filmrisse, ich hatte wirklich Blackouts, wenn ich mir einen Schuss setzte mit zu viel Heroin. Natürlich nicht jedes Mal, aber ich kann mich daran erinnern, dass mir einige Minuten oder Stunden fehlen. Also die Paradoxwirkungen sind nicht zu unterschätzen. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen Aufschluss darauf. Ich meine, jeder, der Drogen nimmt und auf Drogen hängen bleibt, wird seine seelischen Blessuren mal in Betracht ziehen müssen, mal ein bisschen aufräumen müssen in seiner Kinderstube, seine Erziehung, was lief damals, aber ganz wichtig vielleicht, dass ihr euch immer ganz klar Gedanken darüber macht, was wolltet ihr oder was habt ihr so toll gefunden an der Substanz, an der ihr besonders hängen geblieben seid. Ob das dann neue Diagnosen eröffnet oder ob das vielleicht einfach Aufschluss gibt darüber, wie ihr alternativ dieses Gefühl erreichen könnt, so dass ihr vielleicht gar nicht mehr auf die Idee kommt, Drogen zu nehmen, das spielt ja dann keine Rolle. Aber die Auseinandersetzung mit diesem Thema, die finde ich sehr wichtig.